Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica Below Zero. Wir befinden uns mal wieder an der letzten bekannten Position der Pilotin und da unten sieht das so aus, gäbe es da noch was zu scannen und ansonsten schauen wir uns hier nochmal ein kleines bisschen um und sehen hin, wohin uns das Leben so führt. Schauen wir mal also hin. Und wenn du da schön ist. Tauchflasche mit ultra hoher Luftkapazität. Das ist geil. 2 von 3. Super. Ganz toll. Aber immerhin, wir wollen uns nicht beschweren, dass wir hier die ganze Zeit nur so einen Scheiß kriegen. Da wollen wir uns überhaupt nicht drüber beschweren. Über diesen. Das sieht nach einem Rubin aus. Zack. Den nehmen wir noch mit. So. Die scheint also sehr feudal zu wohnen hier unten, die Guteste. Es ist natürlich nur ihre letzte bekannte Position. Sie hatte, wie wir natürlich aus der aus dem vorherigen Teil wissen, sie hatte einen Krebsanzug dabei. Also sie war in einem Krebsanzug. Und hier unten, guck mal, hier noch ein Krebsteil, würde ich mal sagen. Sie war in einem Krebsanzug und da der nun wirklich sehr, sehr tauchfähig ist. Hallo? Wurfhaken, okay. Da der nun wirklich sehr, sehr tiefentauglich ist, kann sie natürlich sonst wo sein. Also sowas, sowas von weit unten könnte sie sein. Wir sind ja bis auf 1500 oder so sind wir runter mit dem Krebs, oder waren es sogar zu 3000? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hier geht es auf jeden Fall noch weiter runter, aber wir können gar nicht mehr so wahnsinnig weit mit nach unten. Nochmal rein. Man denkt aber, man fährt irgendwo rein, aber da ist man gerade eben drüber weggefahren. Was hier so halb offen ist teilweise. Oh, was ist das da unten? Das sah gerade aus wie eine tote Schildkröte da. Was ist das? Da der Kopf, da ein so ein Flügel, da der Körper und das sah dann von eben von hinten aus auch noch wie ein Flügel. Also hier so eine Flosse, genau. Haben wir das alles gescannt hier? Weiß ich nicht. Oh, guck mal da. Rubine. Sollen wir uns doch noch eine wunderschöne Halskette machen? Hm? Oh. Oh, Dankeschön. Okay. Irgendwann kommen sie und sagen, so, pass mal auf. Die sind nämlich auch von Alterra und die sagen dann hier, pass mal auf, Kollege. Das und das und das haben wir dir gegeben. Hier ist die Rechnung. Nein, ich will das Gold haben. Nein, das. Nein, ist nicht ernst gemeint. Nein. Das ist jetzt nicht. So, unter Wasser löten wir uns hier gerade mal ein bisschen Getränke und so rein. Gold. Hätten wir fast das. Ja, das wäre ja geradezu fatal gewesen. Da oben ist irgendwas. Was ist das? Das sieht ja aus wie eine künstliche Beleuchtung. Didn't I tell you to stay away? From what? I don't even know who you are. Marguerite Maida's the name. You're on my turf. Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Alterra? I'm not with Alterra. Na? Hallo? Tja. Das da unten ist auch so ein Unselteil.
Vielleicht sollte ich einfach mal das Licht ausmachen, dann sieht man das vielleicht besser. Guck mal, da unten ist auch noch, aber so tief komme ich gar nicht runter. Hier ist Schluss für mich. Die Frage ist natürlich, wo ist sie? Da ist was. Ja, ja, weiß ich doch. Da hat sie was. Da ist noch so ein Artefakt. Da hat sie was. Und da hat sie was. Pass mal auf. So. Okay. Das sieht aber schon mal... Okay, die Station steht schon ein bisschen länger hier. Guten Tag. Hallo. Geil, das kann man erstmal alles einscannen hier. Das ist ja auch richtig cool. Alter! Haben sie gefunden? Hast du hier noch irgendwas, was ich brauche? Was? Neuer Bauplan, Fahrzeugerweiterungskonsole? Was? Okay, die Frau ist ein bisschen unordentlich, würde ich mal so sagen. Das ist das die neue Fahrzeugerweiterung, weil hier steht, ist nämlich gar keine dran, wenn ich das so richtig sehe. Kann ich jetzt hier so mit vorgehaltenem Scanner da reingehen? Hallo? Haben Sie gefunden? Guten Tag. I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I'll let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. Das ist ein Spielzeug da, eine Metallplatte. Why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Aha. Also haben wir jetzt eine Quest. Freitag der Motto. Hier kommst du nicht rein. Geil. Fragmente, ja, wir hatten da oben tatsächlich einen Seefuchs. Das sehen sie doch cool aus. Alter. Was ist das da? Seebahnperimeterabwehrmodul acquired. Eine Goldgrube, hier, so eine will ich haben. So eine Lampe will ich haben. Und sowas will ich haben, und das will ich haben, und dies will ich haben, und jenes will ich haben. So, wenn man hier, sich hier jetzt so langsam ranpirscht. Ein Schneepirscher. Okay, also wenn man sich hier an den Schneepirscher ranpirscht. Ja, ich mach doch gar nichts. Spannend. Das ist nichts, da kann ich leider auch nicht dran stellen. Das sieht auch geil aus hier. Cool. Yes. Was ist das? Fragment von was? Große Glas. Och. Eine große. Ja, stimmt. Der Raum, in dem wir sind, der ist ja auch viel größer als alles, was wir so bisher so kennen. Ach, wie geil ist das denn? Cool. Zurückgelassener PDA. Aufzeichnung, Kommunikation, bla, hast du nicht gesehen? So, und was genau wollte sie jetzt von uns? Das muss ich gleich erstmal nachlesen. Wir fühlen uns hier unten ganz cozy eigentlich. Das ist ganz schick hier unten. Wenn ich ihm zu nahe komme, heißt das natürlich direkt hau ab. Oh. Und jetzt gleich hier. Ja. So, pass auf. Nein, da. Du sollst dich vom Land fernhalten.
haben sie das Biest dressiert, bla bla, Blödsinn. Ich schlage vor, du kommst erstmal wieder zur Besinnung und dann verschwindest du von meiner Basis. Wenn du nicht von Altera bist, warum koppelst du dann nicht diese verdammten Funkmast vom Überwachungssatelliten ab, anstatt in meiner Basis reinzuplatzen? Okay, also Quest, wir sollen den Funkmast vom Übertragungssatelliten abkoppeln. Wenn mir Altera nicht mehr im Nacken sitzt, erinnere ich mich vielleicht wieder an deine Schwester. Das Zeug auf dem Tisch könnte dir vielleicht helfen. Ich konnte es nicht zum Laufen bringen. Aha, das Zeug auf dem Tisch war der tolle Seegleiter. Das ist Benzol. Das war, was ist das? Testüberbrückungsmodul müssen wir selber bauen. Ach du Parallelprozessor. Läuft. Schubkanone, bla bla, bla bla. Seefuchs haben wir nur einen Teil jetzt leider von. Super. Quantenkiste, das bringt erst was, wenn wir zwei Basen haben. Seebahn-Perimeter-Abwehrmodul schützt, bietet Schutz vor Bedrohung. Ja, sowas hatten wir letztes Mal auch. Krebswehrmodul, Krebswurfhaken, Seebahn-Nachbrennermodul, Seebahn-Zugkraftmodul. Also hier haben wir immer noch nur das Aquariumteil fertig. Frachtabteil und Fabrikatorteil wäre natürlich richtig geil gewesen. Tauchflasche mit Kapazität haben wir auch nicht fertig. Kamera, Blasting, Scannerraum, Sichtfeldchip. Hier unten den Scannerraum, das Tauchdock haben wir neu. Und den Kontrollraum, eine Operationszentrale zur Beobachtung, Verwaltung der Energieversorgung, der strukturellen Integrität und des ästhetischen Designs einer Basis. Aha. Okay. So, hier haben wir die Fahrzeugerweiterungsstation. Die sieht genauso aus wie im letzten Game offensichtlich. Können wir uns dann auch bei Gelegenheit nochmal basteln. Jukebox, Fabrikator. Ein schöner Pflanzentopf. Ich glaube, wir haben die normalen gebaut. Wir haben uns dann also leider keine schönen Pflanzentöpfe gebaut. Das tut mir so leid. Den Kommandostuhl haben wir neu. Das ist wahr. Hier. Magnetit haben wir leider immer noch nicht gefunden. Hier die Erbauer Körperteile. Jetzt stellt sich mir aber nur noch die Frage, dieses komische andere Modul da, da habe ich irgendwie nichts zu gefunden, oder? Ja. Ihr wisst, was ich meine? Nicht das? Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Wo war das denn jetzt? Hallo? Dieses tolle... Da. Parallelprozessor. Was ist ein Parallelprozessor? Sieht hier irgendjemand? Gehört das zu den elektronischen Bauteilen? Oder gibt es da eventuell überhaupt gar keinen Bauplan für? Warum bin ich gerade so müde? Sommer ist mitten am Tag. Alter Schwede. Ich habe gerade einen Tief. Scannerraum, Erweiterungsmodul, bla, hast nicht gesehen. Computerchip, diverse Betten. Ja, das mache ich, wenn ich... also den Prozessor, das wüsste ich jetzt nicht, dass wir den hier irgendwo als Bauplan hätten. Dann würde ich ihn jetzt zum x-ten Mal übersehen, den Parallelprozessor. Kapazität, wo wir ein. Tiefmodul 3. Nickelerz, das Zweier. Ach so, und hier die Synthetikfaser. Und die Synthetikfaser. Gehe jetzt erstmal meine Unterlagen durch. Synthetikfaser brauche ich. Wickelpilzstück. So, Wickelpilz. Wir haben hier jetzt völlig neu, dass wir schon einen gesehen hätten. Können wir mal gucken. Meer, einheimische Lebensform, Koralle, Meer, Brech, 3x plus, müsste wenn dann ja, Wendel-Alraune. Wechselung, Korallengriff, bla, verwertbares. Wie viel Pflanze?
Ach so, damit ist das in, genau. Schlingpflanzensamen. Schlingpflanzensamenbüschel. Geologie, Daten, Technik. Was hier mit Technik? Was steht da Schönes? Basisinstallation. Kontrollraum. Der Kontrollraum ist wieder Bestandteil. Ein Außenposten wurde geschaffen, um auf Umgebung mit begrenzten Möglichkeiten die Energie zu reagieren zu können. Zentral gelegene 3D-Kontrolle. Zentral gelegene 3D-Konsole für einen Überblick über das aktuelle Basislayout. Interaktive Projektion zur Steuerung der Energieversorgung einzelner Räume und Regulierung begrenzter Energie. Detaillierte Wandanzeige zur Darstellung und Überwachung von Hüllenstabilität und Energieverbrauch. Regler zur Anpassung von Basisdetails wie Name und Außenfarben. Atomuhr zur Bestimmung der genauen Uhrzeit. Geil. Okay. Da ich... Was ist das da oben? Achso, ich dachte, da steht jetzt eventuell so ein Prozessor, so ein Parallelprozessor. Wenn es einen Parallelprozessor gibt, gibt es dann auch einen reinen Prozessor, oder... Da steht, glaube ich, wieder nur. Oh, schade. Ich dachte, du wärst. Entschuldigung, ich dachte, du schläfst. War wieder was für Elektriker. Oder Elektroniker. So, hier. Das kann ich nicht. Ich schließe das mal, ne? Tschö. Bis dann. Geh dann mal. Bin fast draußen. Wenn Sie mir noch was sagen wollen oder was Schönes schenken wollen. Ich bin fast weg. So gleich. Hallo. So. Hier unten sind wir. Wir können mal gucken, ob wir hier von außen irgendwas scannen können, bevor wir uns wieder verdrücken. Oder ob hier vielleicht auch noch irgendwas rumliegt, was wir brauchen könnten. Ah, guck. Und von hier oben nochmal gucken, ob man irgendwas übersehen hat. Das ist also der Raum, in den wir nicht rein können. Hier gibt es hier irgendwo ein Fenster. Fragment eines großen Raums. Aha, sie lebt also in dem Fragment eines großen Raums. Das ist ja spannend. Okay, der braucht ein bisschen zum Scannen. Großer Raum. Jo. Ein Verbindungskopplungsstück. Raumtrenner. Neuer Bauplan. So, hier nochmal gucken. Hallo? So, was haben wir hier noch Schönes? Gibt es hier sonst noch irgendwas, das vielleicht eher scannenswert wäre? Sehr schwierig, hier geht es aber schon gut bergab. Gut ab, Ma'am. Also hier schöne Höhle. Muss man auch ganz klar sagen. Jetzt, wir gucken uns gleich nochmal an, was das hier für grünes Zeug ist. Was ist das? Okay, je näher wir rangehen, desto roter wird es. Aber scannen kann man das nicht. Das ist auch nur eher der Raum, in dem wir schon drin waren. Nee, das ist nicht der Raum, in dem wir schon drin waren. Ach, da war ein Fenster. Cool, okay. Dann gehe ich jetzt noch einmal Luft holen und dann gucken wir einmal, wie das bei ihr da drinnen aussieht. Ich hoffe, wir überraschen sie nicht bei irgendwelchen komischen Dingen. So. Das Gute hier unten dran ist, das ist scheißegal, welche Tageszeit das ist. Unten scheint es durchgehend hell zu sein. So. Siehst du, das hatte ich doch vorhin gehofft, dass wir sowas hier finden. So. Du scheint jetzt mal ganz unauffällig da. Sie ist nicht da. Aha, guck. So, ein geiler Tisch. Cool gemacht. Das hätten wir dann wahrscheinlich ihr Schlafgemach sein. Und das hier ist das, nennen wir es mal Büro. Und hier hat sie jetzt so ein paar Fische aufgehängt. Voll schön. Hat sie die aus Papier gebastelt, oder?
Da liegt irgendein technisches Gerät. Und hier gibt es aber kein Fenster. Nein. Okay. So sei es dann. Dann würde ich einfach jetzt mal behaupten, haben wir gefunden, was es hier unten zu finden gab. Bin gleich auf dem Rückweg nochmal gucken, ob wir noch irgendwas Spannendes. Muss ich sowieso erstmal gucken, wo überhaupt die blöde Seebahn ist. Da oben. Ja, schauen wir mal. Also da unten steht. Achso, nee, das ist irgendeine leuchtende Pflanze. Hier stehen ihre Lämpchen. Ah ja, siehst du? Jetzt, wo wir drüber reden, reden wir drüber. Guten Tag. Hallo? Nehme ich mit. Danke. So, es würde natürlich wenig Sinn machen, direkt an ihrer Basis eine Boje zu hinterlegen. Aber wir haben eine dabei, zum Glück. Die Frage ist jetzt natürlich... Also ich glaube, es würde Sinn machen, hier... Hier oder irgendwo so dazwischen. Hier. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Hier würde Sinn machen, glaube ich. Pilotin, sage ich jetzt einfach mal. Hier ist vermutlich. Ist vermutlich die Pilotin. Dann können wir uns mal wieder nach oben. Wir sind ja quasi halbwegs erfolgreich gewesen. Also wir wollen es ja gar nicht selber runter machen. Ne? Also eigentlich sind wir arschgeil gewesen. Das muss man einfach mal so sagen. Das haben wir richtig gut gemacht, glaube ich. Finde ich. Das war irgendwie einfacher zu finden als das blöde Artefakt da hinten. Und das nächste Artefakt, das bei uns auf der Liste steht, kann ich jetzt schon sagen, das wird, glaube ich, nichts, weil das zu tief ist. Also das zweite, das er uns da angepriesen hat. Guten Tag. Oh, was da schön ist. Ist das Kupfer? Nein, ich verklaufen. Nein, hier bin ich. Okay. Das ist sehr freundlich. Okay. Das zweite Artefakt ist sehr viel zu tief, würde ich jetzt einfach mal sagen. So. Und hier ist halt diese. Okay, also so ein riesiges Seerosenblatt da und dann geht da unten die. Hier wäre jetzt wahrscheinlich noch schlauer gewesen, ne? Die Boje hier hinzusetzen. Das muss man sich erstmal merken, ey. Meine Fresse. Also hier unter so einer großen Seerose ist der Eingang. Ich hoffe, da erinnere ich mich dann bei Zeiten noch dran. Naja, also ziemlich direkt unter dem Ding, so ein großes Seerosenblatt und da dann rein. Easy, finden wir wieder, ist überhaupt kein Ding, Alter. So, wir müssen in die Richtung. Entschuldigung. Ich glaube, die hat mir schon gescannt, oder? Ich erinnere mich gerade nicht. Bin der Meinung, die hat mir schon gescannt. Ja, doch. Offensichtlich. Wale. Sehr anhängliche Wale, wie mir scheint. So. Unter denen müssen wir dann durchtauchen.
Entschuldigung. So. Ja, es wird dann langsam auch knapp, was Speis und Trank angeht. Dementsprechend müssen wir so oder so. Jetzt müssen wir einmal noch mal gucken, was wir hier noch so haben. 6 Stück können wir noch einsammeln. Lohnt sich das hier gerade auszusteigen? Oh ja. Lohnt sich das auf jeden Fall auszusteigen. Okay. Ah, den nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Ja, den nehmen wir selbstverständlich. Den nehmen wir auch noch mit. So. Ja. Ist ja gut. So. Wo? Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. I'm riding on my Seebahn. Und fühle mich dabei so wohl. Ich bin eine Frau mit einer tiefen Stimme. Und das ist voll cool. Meint ihr, damit werde ich erfolgreich? Mit dem Lied? Bestimmt voll geil. Jetzt komme ich an den Punkt, wo ich keinen Platz mehr habe. Und es ist Lithium in Sicht. Das ist sehr unschön. Ja, da kommt mit. Der Trichterfisch, glaube ich. Oh, ich habe 2 Lithium. So. Du kommst in die Freiheit. Ja, ab dafür. Und ich trinke dich. Und dann habe ich noch Platz für 1 Lithium. Wo hängen die noch eins? Da. Noch 1 Lithium. Schwefel muss leider liegen bleiben. Ja, man kann halt immer nicht alles haben. War schon Weihnachten genug heute. Ja. Gut, dann haben wir ja doch einiges geschafft. Wir haben die Pilotin gefunden, wir haben einen neuen Auftrag. Dafür müssen wir dann, müssen wir allerdings diesen Chip, Parallelchip, müssen wir dafür finden. Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wo so ein Parallelchip wohl herkommen soll, denn wir haben auch keinen Bauplan dafür bekommen. Es sei denn, ich habe jetzt tatsächlich bei 5 Mal gucken jedes Mal übersehen. Hier habe ich jetzt gerade überlegt, ob wir da noch ein Fundament drunter basteln. Muss ich halt alles mit euch machen, kann ich nicht offscreen machen, weil Al-An sich ja zwischendurch immer mal meldet. Und guck mal, hier kann man einmal durch meine Basis durchgucken. Toll und so. Okay, gut, alles klar. Dann machen wir das nochmal schnell. Achso, habe ich Licht ausgemacht? Ist das Licht aus oder das Licht an? Was, kein Mensch? Dann machen wir nochmal die Gegenprobe. Licht an, Licht aus, alles klar. So, dann haben wir ja einiges gefunden. Welcome aboard, Captain. Ja. Wir haben auch einiges an Titan dabei. Ich hab vorhin gesagt, was ist das? Das neue Mugge. First Sun. Die Peacefully. Ach, das ist eine... Alles klar. Das ist eine CD, die wir da unten gefunden haben. Da ist neue Musik drauf. Was ist dann? Die Peacefully. Ach. Geil. Do not move. What? Ja, geil. Wir haben neue Mucke. Läuft. Ich wollte aber eigentlich... Wollte ich hier hin... Und ich wollte... Nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte da hin. Das war schon. Nein. Ja. So. Ich wollte hier so eine Verstärkung reinbasteln.
So, hier habe ich jetzt natürlich überall schon vorgebaut. Ist klar. Darum geht das nicht mehr. Geil. Okay, dann baue ich hier halt überall Fenster rein. Hier. Hallo? So, 11,3 für die Basis haben wir. 18,3 für die Basis haben wir. Wir haben kein Titan mehr. Das ist nicht gut. Wir haben glücklicherweise ordentlich Lithium gefunden, sodass wir dann tatsächlich auch mal mit dem Basisausbau weitermachen können. Müssen gleich mal gucken, was der Kontrollraum und so, was das alles kostet. So, 32 Hüllen, also plus 32 Hüllenstärke. Damit sollte sich erstmal einiges anfangen lassen. Ich würde sagen, dann werden wir in der nächsten Folge mal durchchecken, was wir so alles gefunden haben und gemacht. Warum blinkt das hier unten immer so? Das finde ich irgendwie komisch. Hier unten dieses komische, ne, dass er so türkisfarben ist plötzlich. Das irritiert mich ein wenig. Ich denke immer, das leuchtet irgendwie so nach dem Motto, wähl mich aus. Tu was mit mir. Wenn wir in der nächsten Folge einfach mal weiter gucken, was wir hier so alles noch ausgekramt haben, ein bisschen durchlesen, und wir werden in der nächsten Folge uns mal mit der Basis beschäftigen, weil ich ja immer noch hier oben einen das Schlafzimmer dran bauen will, quasi. Das Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer soll gerne hier oben an der Oberfläche sein, damit man auch mal hier oben einfach gucken kann. Wenn das Wetter mal nicht so scheiße ist, also hier kann man momentan gar nicht gucken. Aber wenn das Wetter mal nicht so kacke ist, dass man dann da oben vielleicht auch mal was sehen kann. Letztes Mal haben wir da immer schön auf die Aurora geguckt. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Dank fürs Einschalten. Oh, bis zum nächsten Mal. Ciao.